1000 PS live von der Motorräder 2014 in Dortmund hier am Triumphstand mit Uli Bonsels. Uli, Triumph hat heuer die Cruiser-Palette stark ausgebaut mit neuen Thunderbirds, neuen Americas, wenn man das so sagen kann. Und ich selber durfte in Amerika sein, um die Thunderbirds zu testen. Genau. Großartige Motorräder. Die Videos sind jetzt auf Englisch und auf Deutsch schon auf 1000 PS zu sehen. Aber Triumph ist nicht nur eine gemütliche, eine Retro-Marke, sondern auch eine sehr sportliche. Eins der beiden aufregendsten Naked Bikes neben der Speed Triple ist die Street Triple. Und Hobbypiloten, die es ernst meinen, können im Street Triple Cup starten. Kannst du uns bitte mal alle Infos, die dir dazu einfallen, geben? Aua, wie viel Stunden Zeit haben wir, Christoph? Also ich versuche mich kurz zu fassen. Du hast ja schon gesagt, Street Triple Cup geht dieses Jahr schon in die 8. Saison. Also wir machen das schon im 8. Jahr in Kooperation mit dem Motorrad Action Team, die als Veranstalter auftreten. Wir haben heuer 6 Termine mit jeweils 2 Rennen, also pro Veranstaltung 2 Rennen, jeder Menge Trainingszeit, sodass die Jungs auch ausreichend zum Fahren kommen. Alle Informationen übrigens sage ich vorab auf www.triumph-cup.de. Da findet ihr alle Anmeldeunterlagen, alle Informationen, Termine und so weiter und so fort. Ein Schmankerl, das gerade läuft, die ersten 10 Pakete gibt es dank Castrol. Castrol hat uns da sehr stark unterstützt. Und dieses große Paket, was ja das Motorrad selber beinhaltet, alle Nenngelder, Technikpaket mit LSL-Teilen, Fußrastenanlage, Hebeln, diesen neuen Hebelschützern übrigens, die ganz neuen Programme sind bei LSL, und vielen anderen Zubehörteilen von Triumph, wie der Sitzabdeckung, dem Bugspoiler, der Flyscreen und so weiter und so fort, zu sagenhaften, wie gesagt, inklusive neuem Motorrad, 9.990 Euro. Aber nur für die ersten 10 Pakete, 5 sind noch da, also Leute, gebt Gas. Ja? Ja, und wir freuen uns auch dieses Jahr wieder auf eine tolle Saison. Rennstrecken sind beispielsweise Hockenheim, Oschersleben, Brünn, Most, wo sind wir noch? Zweimal sind wir in Hockenheim. Was haben wir noch im Programm? Einen habe ich sicherlich noch vergessen, aber egal. Guckt auf www.triumph-cup.de, da steht alles. Und wir freuen uns schon riesig auf die kommende Saison. Ende Mai geht's los. Sachsenring, genau. Erstes Rennen am Sachsenring, besonderes Highlight, waren wir noch nie. Na, umsonst ist so ein Cup nicht über Jahre so erfolgreich wie eurer. Wie funktioniert die Wertung? Gibt es verschiedene Klassen oder fährt der gesamte Pulk in einer Wertung? Also wir hatten im vergangenen Jahr eine Amateur- und eine Profi-Wertung. Hat sich aber herausgestellt, dass die vermeintlichen Amateure, das heißt die Leute, die neu dazugekommen sind, teilweise falsch schnell waren und somit diese Amateurwertung in Anführungszeichen eigentlich nicht das bewirkt hat, was wir eigentlich damit bezweckt haben. Und insofern gibt es eine Wertung, wird ganz normal nach Grand Prix Punktewertung gewertet, 25, 20 und so weiter. Eventuell gibt es noch eine Sonderwertung für den besten Rookie, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Es gibt viele Preisgelder, sowohl vom Action-Team für diverse Trainings, die das Action-Team anbietet, Bridgestone-Reifen und so weiter und so fort. Und dass Triumph eine Marke für echte Motorradfahrer ist, beweist auch du selbst. Denn du sitzt auch wieder am Lenker, glaube ich. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob das den richtigen Motorradfahrer ausmacht. Aber auf jeden Fall, ich habe immer noch Spaß und greife heuer auch wieder im Cup mit an. Genau. Na, dann wünsche ich dir alles Beste. Bleib oben und vor allem vorne. Ich hoffe. Dankeschön.